So. Online sind wir. Dauert jetzt nur ein bisschen noch, jetzt aktuell. Mal gerade mal nachschauen. Das ist jetzt noch ein Flieger hier in Düsseldorf, in Köln. Also, jetzt ist noch nicht so viel los. Freitagnachmittag jetzt, Wurzeln. Eigentlich ein bisschen träge. Oh gut. Spielt keine Rolle. Ich würde jetzt ganz gerne. Einen Flug führen. So, das ist die H145, ja, bekannt, ne? Von HPG, also klasse Modell. Ich starte jetzt meine Feuerbrille und ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch so funktioniert dann mit dem mit der Übertragung. Zack, wird jetzt gehen. So. Da haben wir einmal reingehen und dann auch nochmal zentrieren. So, dass man vernünftig sitzt. Sitzt ein bisschen höher. Zack, da sind wir drin, ne? So, Kollege. Du lässt erstmal die Tür auf wahrscheinlich, weil du gleich hier aufsteigen musst, ne? Also super Wetter hier, mega geil. Da oben, da ist ja einer unterwegs. Das werden wir mal locker 20.000 sein. Ja, hier ist die schöne Maschine, ne? Gestern hier drauf gelandet. Also die Plattform, die ist wirklich nicht groß. Also wer meint hier, das wäre einfach drauf zu landen, mit dem Helikopter jetzt auf realistische Einstellung, soll das mal nachmachen. Es ist machbar, ja. Es ist aber nicht leicht. Das will ich damit sagen. So, für die Einsätze habe ich hier, oder was heißt ich, das ist jetzt hier von HPG, jetzt hier von HEMS. Ist das so? Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde heute. Da gibt es hier so ein Tool, quasi. Und da klickt man jetzt zum Beispiel mal hier drauf. Wenn das geht. Moment, so. Und dann. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Open on PC. Das wollte ich jetzt nicht machen. Natürlich nicht. Da öffnet er mir jetzt nämlich Google Maps, wo die Position ist. Ja. Nice Feature, aber das ist nicht, was ich jetzt machen wollte. Ich will eigentlich mal ran so ein bisschen. So. Jetzt können wir quasi die Einsätze starten. Also erstmal wird hier Teleport, nein, wir bleiben wo wir sind, das ist klar. Und jetzt kommen die Daten, ne? Also gibt einen Motorradunfall. Wir tun jetzt aber hier noch kurz die maximale Entfernung, ja, 65 Kilometer, das ist schon happig. Wir lassen das jetzt erstmal mal so drin und dann setzen wir auf Deutschland, ne? Also deutsche Fahrzeuge. Den Rest kann man so lassen, ja. Wir akzeptieren, ja, sagen ja, dieser Einsatz, den fliegen wir. So, jetzt kommt die Crew auch angefahren. Und wir werden jetzt auch sehen, dass hier, ja, die Polizei ist unterwegs, ne? Okay, die macht Verkehrslenkung, schön und gut. Wir müssen uns natürlich jetzt beeilen, das heißt, sprich, jetzt, wir werden hier die Maschine gleich fertig machen. So. Bundeswehr Luftrettung, ja, weil ich normalerweise für die Bundeswehr fliege, SAR. Und deswegen ist der Garmin jetzt so eingestellt, aber das spielt keine Rolle. Das erste, was ich jetzt hier mache, ist erstmal ja, ich mache mir jetzt mal einen Waypoint fertig. Ich nenne den jetzt Mob. Ja, den machen wir hier als Temporary. Und dann geben wir die Koordinaten jetzt von der Unfallstelle ein. Ja, das ist jetzt hier, das können wir nebenbei machen jetzt gleich. In der Zeit machen wir jetzt hier mal den Feier. Test. Passt. Nummer 2. Passt. Wir haben jetzt keinen Tower online.
Was schade ist, aber vielleicht kommt das ja gleich noch. So. Wie nennen wir den Kollege Markus? Der geht jetzt raus. In der Zeit jetzt hier, wo die Turbine starten, ja, holen wir uns jetzt gerade, weil ist jetzt kein Artis auch nichts drin, ne? 1027, das ist ordentlich. Also gut, das sieht man ja auch im Wetter. 1027. 27. Und Height machen wir 200. Das ist schon Height. Und hier müssen wir dann auch 1027. Passt. Crew. Wir haben jetzt hier 1, 2 plus 2 Piloten. Das sind mal locker 390 Kilo. Ich habe jetzt hier jemand am Funk, sehr leise, bei der 124, 850, keine Ahnung, wer das ist. Das ist alles okay. Passt. Alles klar, dann weiter geht's. Ventilation brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, ganz wichtig, die Transfers anmachen. So, das lassen wir auf, das ist auch aus, passt. Okay, die brauchen wir jetzt tagsüber nicht. Okay, so, nochmal Landencheck. Passt. Und dann machen wir gleich ein Pre-Flight. Check. Nochmal überprüfen. Ja, das springt nämlich ab und zu schon mal um, das ist, können wir nichts für. So, lösen und dann kann man gleich dann den Pre-Flight-Check machen. Zack, 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 Radio an. Check. So. Flight-Test läuft. So, in der Zeit, wie gesagt, Nord 50, 43, 37, Osten 007, sagen wir denn 007, 16, 14, 16, 14, kreieren, ab in den Flightplan mit dir, den haben wir Moped genannt, also Mob. Fertig. Das sind 10,6 Meilen, das ist ja gar nicht so weit, ne? So, Test okay, aus und los. So, jetzt müssten wir jetzt überprüfen, ob Köln Tower besetzt ist. So, Köln Tower, die haben eigentlich die 124, 980, aber die machen ja immer 985. Köln Tower für Christoph 75. Okay, keiner online. Transponder 0020, wir fliegen nämlich einen Rettungseinsatz. So. Wir haben jetzt 4 Minuten 50 gebraucht, circa für den Start. Also die ersten 20 Sekunden, die habe ich jetzt nicht drin, oder 30 Sekunden, das ist sehr ordentlich.
Ja, also bei der Bundeswehr SRR, da hat man 10 bis 15 Minuten also Zeit, die man einhalten muss. Bei Christoph jetzt hier sind das teilweise so ca. 5 bis 6 Minuten, also wir sind voll dabei. Ja, gut. Landing Lights sind on, passt. Check. Verkehr haben wir jetzt hier nicht. So, da wir jetzt hier, wir haben ja nicht die Möglichkeit, jetzt den direkten Start zu machen. Das macht man hier in Köln nicht. Wir müssen erstmal über Bravo schweben. Bis zu 14 rechts, hätte ich jetzt gesagt. Wir fliegen nämlich hier Richtung Ausgangspunkt Sierra. Was wir natürlich nicht einhalten, weil wir jetzt hier kein VFR-Flug in dem Sinne fliegen. Jetzt dann, wir halten uns jetzt hier fast... ja, an keine Regeln nicht, aber wir haben natürlich Priorität und wir dürfen auf den schnellsten Weg quasi zu unserem Einsatzort fliegen. So, Takeoff Decision Point ist auch erreicht. Es scheint alles ordnungsgemäß auch zu funktionieren. Kein Verkehr in Sicht. Turm hätte uns jetzt natürlich priorisiert und ja. So, wir haben bis zum Einsatzort 6 Minuten. Das ist jetzt nicht wirklich weit. Also eine Geschwindigkeit von 120 ist realistisch jetzt bei der ganzen Ausrüstung, die wir drin haben. 110 wäre eher, wo man sagt, passt. 130, 140, das in der Simulation vielleicht, aber ansonsten ist es nicht drin. So, aufgrund der Entfernung jetzt, hier sind nur 9 Meilen, werden wir nicht halt so hoch steigen. Wir bleiben jetzt hier bei unseren 1500 gleich und dann passt das hier auch. So, Co-Pilot kann sich eigentlich hören, um die Leitstelle kümmern. Wir haben jetzt Status 3. Mal gucken, ob inzwischen ein Turm online ist, aber ich meine nicht. Ne, ist noch keiner da. Ja, das ist schade, ne? So, wir sind jetzt gleich da. 2 Minuten. Mal gerade mal hier mal was machen. Weil ansonsten fängt das hier gleich an zu. Okay, wenn ich jetzt hier alles aufhabe, das geht nicht. Ne? So, Autopiloten aus. Das funktioniert alles hier mit dem Stick natürlich. Ne? Ist alles hier eingestellt. So, wir haben jetzt hier noch 4 Meilen. Wir fangen ganz langsam an mit dem Descending. Und dann müssen wir die Unfallzone jetzt eruieren. Ich vermute mal stark, dass sich das im Bereich, ist das jetzt da Autobahn, das ist die A3. Mal gucken, ob das jetzt eine Landstraße ist. Das kann ich jetzt von hier noch nicht erkennen. Das sieht eher aus wie in so eine Ortschaft oder sowas, ne? Irgendwas Kurvenreiches, vermutlich mal, ne?
so eine Minute bis zur Einsatzstelle. Köln-Turm für Kiste 75. Also die Einsatzstelle ist ja an der Grenze zu Kontrollzone. Auch nicht schlecht. Auch sehr schöne Landschaft hier. Muss man schon ganz ehrlich sagen. Ne? So, ja, das ist jetzt hier. Schon die Einsatzstelle. So, das. Terrain ahead. Wir folgen jetzt die Straße. So, das ist das erste, was wir jetzt wieder ausmachen. Da ist Rauch wahrzunehmen. Da 500. Scheint es. Ja, da ist der Unfall. Da ist der Unfall. So, Wind von Osten. So, Landeplatz. Ich hätte jetzt gesagt, wir landen. Mal gucken. Wie sieht es hier unten aus? Hier, das passt. Das passt. Landezone frei. So, Touchdown. Ich habe das Problem, manchmal die Maus, die ja, reagiert so komisch. Ich glaube, ich muss da einfach mal das Ganze, ja, neu kalibrieren oder so. Das ist natürlich ein bisschen nervig dann, ne, wenn das nicht so funktioniert mit der Maus, wie es sein soll. Also die Maus macht mir Probleme. Also die reagiert nicht vernünftig. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn das so ist. Das sind so Sachen, ja, das ist jetzt ein Bug hier von HPG. Das macht er meistens, wenn man hier. Was? So, einmal eine Außenansicht. Wo wir gelandet sind, unser Landeplatz. Aber die Maus, also das ist wirklich ein bisschen sauer machen da drunter. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also man sieht es ja, ne? Ich bewege die und dann, ja, die kommt erst spät, ne? Ich habe keine Ahnung, woran es liegt.
So ein bisschen gaffen. Ja, das sind die Rettungssanitäter. Die kümmern sich um den verletzten Motorradfahrer. Und dann gucken wir mal, wo es gleich hingeht. So, der erste Sanitäter kommt wieder zurück. Und holt jetzt die Trage. So, das ist für uns ein Signal, dass wir uns so langsam auch wieder fertig machen. Also die ganzen Feier und so weiter, das muss man nicht, das macht man einmal am Tag. Das war's dann auch schon. Ja. So, das heißt, wir machen jetzt natürlich hier die Positionslichter und Strobes wieder an. Die Füllpumpe natürlich auch. Ja, das ist natürlich Verkehr von vom Flight Simulator, ist natürlich nicht anders zu machen. Ne? So, wir haben jetzt gleich noch jemand dazu, Patient. Das heißt, Pilot hier wird sich gleich umstellen. Passt. Ah. Diese Maus, ey, das ist ja ein Unding. Also Code 1, das ist nicht gut. Code 1 ist nicht gut. So, wir sind dran. Dann geht es gleich auch wieder los. So, wo soll das jetzt hier sein? Das ist ja schon eine gute Strecke, ne? Ah ja. Mhm. So, was haben wir denn? 50, 20, 3. Fünfzig, zwanzig,
03 007 05 22. Ja, die Position, die er mir zeigt jetzt hier, gefällt mir nicht. Aber gut, ich kann das jetzt nicht ändern. Dass wir schnell hochkommen hier. Keine Mülltonnen oder sonstiges hier unnötig noch zerstören. Und dann geht's ins Krankenhaus. So, gelber Bereich, halbe Stunde am Tag. Maximal. Wir haben jetzt eine Entfernung von 17 Minuten 24 Meilen. 17 Minuten 500. 24 Meilen, gut, das ist jetzt auch nicht halt so weit, ne? Wir sind voll beladen. Ganz schöne Berge da hinten, ja. Aber geil. Geile Aussicht. $2,500 schickt uns dann. 22 Meilen. Also Köln Tower ist leider immer noch nicht online, sehe ich gerade. Leider. Also falls mich einer überhaupt mal zuschaut, ich kann leider nicht schreiben, ne? Also ich fliege hier mit VR-Brille. Ansonsten sehr gerne. Freut mich, wenn jemand zuschaut.
ich versuche es ja so weit wie möglich realistisch darzustellen, alles so weit natürlich möglich. Gestern war Tower Online, Radar und alles Mögliche, das ist natürlich cool. Vor allem in den Abendstunden, als ich gelandet bin wieder, da war auch Verkehr. Das Video, ich weiß nicht, ob noch online ist von gestern. Ja, da kam meine Frau noch ein bisschen dazwischen, da gab es ja auch noch ein bisschen erstmal Diskutiererei, wie immer, ne? Aber naja, sollen uns ja nicht stören, oder? Ja, jetzt viel gequatscht. Naturpark Rhein-Westerwald. Also sind wir jetzt hier schon in Rheinland-Pfalz. Grundsätzlich könnte sein, dass in Koblenz, BWZK, hatte ich jetzt gestern, nämlich, wir sind jetzt nämlich schon bei Neuwied, das ist übrigens die A3 hier, die Richtung Frankfurt. BWZK habe ich gestern nicht gefunden auf der Liste, wieso auch immer, wollte ich nämlich auswählen. Für Mainz habe ich auch ein Add-on von der Klinik. Aber das sieht gut aus hier. Koblenz, der zeigt mir das nämlich hier nicht an, warum auch immer. Aber wir gucken mal gleich, wo wir landen. Wir haben jetzt hier 21 Meilen noch, 11 Minuten. Diese Strecke hier, wenn man das jetzt mit dem Krankenwagen, mit dem Auto fahren würde oder so, selbst bei höheren Geschwindigkeiten, also niemals in eine Viertelstunde. Ja, die fahre ich öfters. Mit dem Auto hoch und runter, keine Chance. Was wir machen können, ist, pass auf, zack, lass mal den Hubschrauber mal ein bisschen alleine fliegen, ne? Das ist ja hochmodern. Und dann kann man die Außenansicht ein bisschen genießen. Also dieser Hubschrauber ist derart getrimmt und, ja, wie sagt man, automatisch gesteuert, dass normalerweise ja, jetzt haben wir natürlich hier, ne, ja, verstehe ich schon, ja. Das war jetzt, warte mal, wir machen das jetzt mal gerade manuell. Das war mein Fehler, tut mir leid. Und zwar hier muss man natürlich erstmal hier das Richtige eingeben. Ne? Man kann jetzt hier, wenn man auf NAV drücken, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, das jetzt hier KH, das haben wir ja eingegeben vorhin für Krankenhaus. Und stand jetzt noch auf MOB. Also das letzte war noch leider gespeichert. Man muss dann einmal draufklicken und dann geht das wieder. Ist jetzt nicht dramatisch. So, gucken wir mal, wenn wir jetzt draufklicken, was passiert. So, jetzt müsste er sich wieder in die richtige Richtung. Nicht. Irgendwas will er nicht, ne? Irgendwas will er nicht. Ne, das geht nicht. Tut mir leid. Hätte ich mal gerne vorgeführt, aber das macht er nicht. Wir haben den zweiten aktiviert. Das ist nämlich hier bei Hems, hier bei diesem Hubschrauber, manchmal so ein Problem. Ne? Die Unit 2 ist aktiviert. Da muss man nämlich immer wieder drauf achten auch. Also 9 Minuten haben wir jetzt noch, 17 Meilen. Das ist aktiviert, ja, also alles gut.
Das schöne Koblenz, da vorne rechts. Wenn man die A3 jetzt hier runterfährt, dann hat man dann von oben einen richtig geilen Ausblick. So, Höhe Mülheim-Kärlich. Man kann ja hier die Maps, kann ich mal gerade mal zeigen, kann man hier ändern, zum Beispiel topografisch oder Satellit. Gefällt mir nicht so, aber ging ja auch. Topografisch, ja, ist in Ordnung. Ich nehme meistens hier Vektor. Ich sag, man kann auch draufklicken hier, fertig. Aus. Wind ist ja gar nichts, ne? Also sieht man hier vorne, also ist leicht, ein Strich. Müssen da so um die 5 Knoten sein, wenn überhaupt. Wir können das hier mal gerade mal uns anschauen. So. Das ist GPS-Status, also das ist unsere Position. Habe ich schon mal in einem Video mal gezeigt. Gucken, dass wir auch die Richtung halten, ja. Man kann ja verschiedene Sachen jetzt hier umstellen, machen und tun, ne? Also Systemstatus und so weiter und so fort. Also schon wirklich sehr gut gemacht hier, VNAV haben wir jetzt nicht an. Und hier können wir das uns anschauen, da haben wir 3 Knoten, also habe ich gut geschätzt, ne? Also 5 Knoten, circa 3 Knoten. Von hinten dann halt, ne, also Tailwind, ne, zumindest, ne, und von 11 Knoten Windspeed von 31 dann. Das heißt, jetzt haben wir jetzt 2 Knoten, die uns jetzt auch quasi ein bisschen von der Bahn jetzt weg drücken. So, wir nähern uns jetzt und zwar haben noch 18 Meilen, 10 Minuten. Kontrollzonen haben wir hier nicht. Was will er da hier nicht? Keine Ahnung, was er da für Probleme hat. Das sind ein paar Windräder dort hier. Okay. Das sind 19. Das sind ein bisschen. Muss man darauf achten. Mittlerweile sind die Dinger überall. Also Tower ist nach wie vor kein online. Wir sind nämlich ganz alleine. Und hier oben müsste gucken. Und da 96 Knoten, das ist eine Lufthansa.
So, Autopilot aus. Wir gehen langsam runter jetzt. Wir sind jetzt gleich da. Da vorne, quasi auf dem Berg oder was? Da war ich jetzt selber auch noch nie. So, Obacht. Das ist ein Repeater. Das dürfte jetzt hier. Das da sein. Haben die keinen Landeplatz oder was? Hubschrauber. Also ich sehe keinen speziellen. Ach da, jetzt. Alles klar. Gut. Wind. Passt. Ja gut, wenn man sich nicht auskennt, erst einmal da, dann sollte man sich auch erstmal die Landestelle auch einmal von oben angucken. Und dann lieber 10 Sekunden später unten. Ja, jetzt geht das natürlich nicht mit dem Telefonieren. Die ist aber hier total abschüssig, die landet so, ne? Also. Ja, schade, ich habe keine Szenerie dafür, ne? Das ist ja jetzt hier der Käse, ne? Das ist jetzt hier von Google Maps oder was, hier von Bing. Klar kann ich hier auch landen, ne? Ich werde jetzt mit den Kufen vorne erstmal ein bisschen ansetzen. Und dann ist das hier alles gar kein Problem, ne?
werde ich. Aber naja. So, zum Abladen machen wir auf Idle. So, bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Kurz telefoniert. So. Und Status 1, ne? Wunderbar. Dann hoffen wir, dass dem Motorradfahrer gut geholfen wird. Jungs, alles richtig gut gemacht. Zumindest mal lebt er noch. Und dann kehren wir jetzt hier zurück nach Köln. Wir haben jetzt keinen weiteren Einsatz. Wir haben ein Dispatch-Message. Okay, passt. Und zwar, wir fliegen dann, ich hätte jetzt gesagt, wieder über Sierra rein, zurück zu unserem Standort. Mal gucken, ob vielleicht mal ein Tower online ist. Das wäre natürlich richtig gut. So. Mission accomplished. Ja, super. Sehr gut. Alles klar. Passt. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Habt ihr Bock jetzt, dann fliegen wir einmal hier über Bad Ems zurück. Ich mache dann ein bisschen so einen tieferen Flug. Als Rettungsheli kann man sich ein bisschen mehr erlauben, aber auch nicht alles. Mal gucken, dass wir hier ein bisschen leiser machen.
komm. Oh, pack doch mal jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Manchmal hätte ich ganz gerne einfach mal meinen Finger dran, ne? Zeigt hier auch alle Straßen an und so weiter. Das ist schon fein, das Gerät hier, ne? Jetzt sind wir gleich am Rhein-Mosel. So einen ordentlichen Bankengel. Markus ist auch so still hier im Helikopter, sagt nichts. Aber bald, wenn das funktioniert mit dem Co-Pilot, dann kann sich das vielleicht mal ändern. Mal kurz mal checken. Ja. Also wir fliegen jetzt auf jeden Fall zurück, denn wir müssen auftanken. Ich habe noch ein bisschen Husten, noch ein bisschen erkältet. Aber ja. Siegen, Köln, Frankfurt hinter uns oder ja, mehr oder weniger Trier. Also sind quasi mittendrin, Rheinland. Aha, guck mal, da ist ja sogar ein Schiff. Ich habe ja so ein Addon installiert hier mit diesen Vessels, Ships, wie das heißt genau. Und das ist wirklich klasse, vor allem an der Nordsee, wenn man da mal SAR unterstützt oder so. Das ist schon klasse. Hier bin ich auch schon öfters gewesen, ja. Im Dreieck. Deutschland-Tech. Und da kann man da mit der Seilbahn quasi hoch. Rechts zur Burg. Das ist richtig toll. Das lohnt sich. Aha, da zeigt er sogar an. Na? Ja. Mal gerade mal ein Foto schießen. Oder zwei. Das ist der Hauptbahnhof. Amtsgericht und so weiter müsste da unten irgendwo sein, hinter uns jetzt mittlerweile, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Landgericht und so weiter. Ja, wir fliegen jetzt quasi jetzt hier den Rhein hoch und dann erreichen wir auch unser Pflichtmeldepunkt des Sierra. Und von dort gucken wir, ob jemand online ist, fliegen wir dann rein. Und ich hätte dann gesagt, tanken wir schön. So wie ich das jetzt gerade hier sehe, ist aber noch keiner online. Ist noch leider keiner online.
Ich hätte Susa, wenn ich das jetzt hier so mache. Gucken, was passiert. Doch, klar. Noch Köln hinzufügen. So, und jetzt schauen wir, was er mir anzeigt. Ah, okay, verstehe. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Müssen ein bisschen steigen, das lassen wir dem Autopilot selber machen. Wir gehen jetzt auf 2500. Autonomie noch von 40 Minuten. Zwei vier, zwei sieben, zwei neun, zwei fünf. Das war die maximale Höhe, die wir, wenn wir gleich in die Kontrollzone einfliegen, erreichen dürfen. Das sind 2500. Und was haben wir denn jetzt hier für ein Heading? Mal gucken. Mal gerade ein bisschen nach links. So. Ich nehme das als Truck. Ist zwar nicht viel Wind, aber ist ein bisschen genauer. Gut. Das Quark ist jetzt 0020. Das ist eigentlich, ja, meckert keiner jetzt. Aber eigentlich haben wir jetzt mittlerweile wieder 7000. Wir haben jetzt keinen Patienten mehr. Wir können keinen Einsatz fliegen, weil wir haben jetzt hier nur noch 40 Minuten, 50 Minuten Autonomie. Das machen wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt runter und auftanken. Ganz klar.
Wir haben jetzt noch circa 10 Minuten zum Sierra. Achso, das wollte ich euch zeigen. Man kann jetzt hier mit dem GTNXI, das ist ja diese Payware, das ist ja das, also quasi das echte nachgemachte, also nicht nachgemachte, das echte implementiert. Also so ist es richtig. Nicht wie das andere GT57. Und da kann man hier draufklicken und da zeigt er hier natürlich die maximale Altitude für diesen Bereich, für den Kontrollraum. Man kann hier draufklicken, er gibt mir auch die Frequenzen. Leider stimmen die Frequenzen nicht überein mit WhatsApp, weil WhatsApp warum auch immer, 0,5 darunter oder so was hier benutzt, also 132, 125 wäre jetzt ATIS Information, ist jetzt nicht online. Und für den Turm hätten wir dann jetzt hier, muss ich gucken, der ist jetzt hier eigentlich auf 124 und 180. Ich weiß nicht mehr, ich glaube nur 175 nimmt er dann oder so. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Das ist auf jeden Fall ja WhatsApp tickt da ein bisschen anders. Aber ich hoffe, man kann mich hören. Ja, Test gemacht. Man kann ja nämlich Mikro hier ganz schnell mal auf Stumm schalten. Und dann... Kilo. Das ist natürlich jetzt nicht mehr viel. Deswegen tanken wir jetzt auch. Kontrollzone beginnt jetzt hier vorne. Also ich zeige das gerade mit der Maus, mit der Hand. Ja. Hier wäre DKS. Dann haben wir hier noch DKE, also Echo. Dann haben wir hier noch ein Punkt, also Nord, November. Und hier haben wir auch noch einen, den Whisky. Das sind jetzt so die Einflugsmöglichkeiten. Die Kontrollzone. Ich hoffe, dass man das sieht hier vernünftig. Ich kann ja so ein bisschen ranzoomen, ein bisschen rangehen mit dem Kopf. Das ist ja schon klasse, ne? Also das ist jetzt hier, also qualitativ, dass hier jetzt auf Ultra alles. Das ist schon mega, ne? So, man kann gerade mal gucken, Tower immer noch nicht online, also.
Wer ist sonst noch hier in Köln? Da sind jetzt ein paar Flieger, die da auf den Hubschrauber warten, der jetzt gleich landet. Hey, Spaß beiseite. Also, ich sehe das von hier noch nicht, nein. Aha, Sierra Point, doch. Und zwar in unserer Verlängerung, 12 Uhr, vorne, da ist ja so eine Landzunge. Ja, also rechts geht so ein bisschen ja, Wasser vorbei und links in den Rhein. Das ist der Punkt Sierra. Und rechts vorne ist Hangela. Wir könnten auch, weißt du, was wir machen? Wir tanken in, wir können in Hangela tanken. Sollen wir in Hangela tanken? Oh, Hangela, ich weiß nicht. Na komm, wir tanken in Hangela, komm. Können wir auch mal machen, mal einfach woanders mal landen. Das ist nämlich hier vorne. Und da müssten wir jetzt schon hier die Autopiloten, den Autopilot ausschalten. Und auch langsam runtergehen. Weil für Hangela müssen wir nämlich auch hier rein. Ist sowieso kein Tower Online in Köln, von daher ist jetzt auch nicht spektakulär. Und dann tanken wir die Maschine und dann mache ich Pause. So.
So, dann lassen wir ein bisschen Platz für die anderen. Ja, dann. das machen wir jetzt gerade erstmal klein. Maschine ausschalten. Ich habe immer noch so ein bisschen Husten, ne. So. Immer der gleiche Fehler hier mit den mit der Rotorbremse. So, und Sam hatte jetzt irgendwie so einen komischen Leck. Warum auch immer. Keine Ahnung. So, und Schluss für heute. Der Husten kommt jetzt auch wieder. So, zap, zap, zap.